Da sind wir wieder. Nach einem ziemlich guten With your Spiel. First ever NBA game behind you, what does the future hold for you in this league? Okay, nachdem Sie nun Ihr erstes Spiel überhaupt absolviert haben, was denken Sie, wie Ihre Zukunft in dieser Liga aussieht? Die Zukunft ist rosig. Das ist auch gut so. So, dann schauen wir mal, was wir im Social Media so alles gekriegt haben. Ja. Ja. Robert Silverman hat gesagt, ordentliches NBA-Debüt für Jonathan heute. Der Rookie ist wahrscheinlich einfach froh, dass es vorbei ist, aber wir sehen bald noch mehr von ihm. Oh Mann, so bitter. Gutes Spiel, Jonathan. Ihr habt alles gegeben. Es haben nur gute Arbeit. 28.000 Fans. Das ist doch schon mal ordentlich. Und jetzt gegen die Boston Celtics. Ein neues, hartes Spiel. Was nicht 9 Punkte pro Spiel. Ist ja irgendwie klar. Ja, vielleicht haben wir mehr. Nein. Warum habe ich das gerade übersprungen? Das sah so geil aus. Und ich überspringe mal wieder alles. Echt ein bisschen dumm bin ich. Alter, ganz ehrlich. Das war jetzt wirklich dumm. So, mit Phil Pressey, wer ist das? Sorry, aber den kenne ich mal nicht. Ja, mal schauen, was ich kann. Nein. Gib. Jawohl. Die hören schon ziemlich gut auf mich, auch wenn ich jetzt noch jung und plantiert bin. Alter, mach, Alter. Bitte, ganz ehrlich, tu doch einfach mal die Würfe verwandeln. Wenn ich dir so eine geile Vorlage, Alter, gib. Und dann holt ihn sich Garrett Wallace, dieses alte Schlitzohr, holt ihn sich mal wieder. So. Ist ja nicht mein Mann, da. Nein, das war jetzt dumm. Oh, da wurde er geblockt, der Kleine. OJ Mayo, spiel mir. Spiel mir, spiel mir. Alter, was für schlechten Pass. Der selber nicht passen kann, ist ja auch nicht mein Problem. Gib mir. Gut. 8 Sekunden. Ah. Ich glaube, ich werf jetzt. Oho. Wieder mal, ich bin einfach ein Mann, der in den letzten Sekunden noch gerade so reinwirft. So. Kann man das doch ganz treffend umschreiben. Garrett Wallace wirft jetzt. Nein, aber Olenek wird gleich werfen. Das sage ich. Naja. Foul von Saza Pachulia. Und Kelly Olenek. Jetzt bin ich auf Shooting Guard, wäre es reingekommen. Wahrscheinlich mein Konkurrent. Den ausstechen, kaltblütig. So. Delfini ist mein Konkurrent. Alter, was haben die eigentlich alle für Namen? Der Judo hört sich an wie Judo. Mayo. Knight heißt doch Ritter. Ja, okay, es gibt auch in Deutschland Ritter. Nein. Was du nicht sagst. Hätte ich wirklich besser wählen können. Alter. Unsere Defense ist so wackelig wie ein Wackelpudding. Der wackelt ja nicht mal so ganz. Scheiße. Spiel mir. Echt, wenn der jetzt den Ball verliert. Delfini ist ganz bei mir unten durch. Alter, ganz ehrlich. Gib ihn mir doch mal. Ist echt nicht nett. So, ein bisschen knapp. Und es geht gleich weiter. Ich hoffe, ich krieg noch mal ein bisschen Chancen. Okay, cool. Ich krieg ne Chance. They give me a chance. Okay. Wir haben noch keinen einzigen Assist. Da muss ich was ändern. Jetzt werf. Alter, ganz ehrlich, bist du dumm für alles. Was hab ich da nur für eine Mannschaft genommen? Komm schon. Alter, nicht dein Ernst. Ohne Witz, du stehst vorm Korb. Mädchen nicht. Gott, was. Ja,
Das war die Schlechtheit in Person. Oh, Alter, nicht gegen Rajon Rondo, ist jetzt nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Im zweiten NBA-Spiel schon gegen einen, Alter, der besten Point Guards. Versuch. Ja, das schaffe ich. Gegen ein, Alter, aber scheiße, ich spiele gegen Rajon Rondo. Gegen ohne Witz einen der besten Point Guards der Liga. Habe ich ja gar keine Chance. Na da, ich kann eigentlich jetzt schon wieder nach Hause gehen. Guter Pass. Ja, toll. Wenn er mal was draus machen würde. Alter, kein Turnover. Guter Einsatz. Kampf um Loose Balls. Alter, ups, da ist mein Gegenspieler. Nicht. Ich spiele doch gegen Rajon Rondo, nicht? Jetzt spiele ich gegen den. Gegen die 43. Jetzt. Alter, werf, werf, werf. Habe ich. Rebound. Hä? Ja, okay. Oh. Wer wohnt in Milowi? Ganz nah am See. Da, 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 da. Nein, das war jetzt schlecht. Guter Pass. Alter, mein Gott. Pass, gib ihn mir. Gib mir, gib mir. Gott, sind die schlecht. Sorry, aber wirklich. Ich glaube, irgendwie. Ich mache mal ein GM-Gespräch. Hab zwar nicht durchgelesen, dass es da für Themen gibt, aber angebracht wäre schon. Ach du Scheiße, Alter. Echt so ein schlechtes Team. Ich meine, Rondo kann keine guten Dreier. Aber Wallace wird. Ah, Rondo. Wird es jetzt gleich wagen? Scheiße, der trifft sogar. Und ich bin wieder raus. Klasse. Finde ich so geil, wie schnell ich eigentlich immer ausgewechselt werde. Muss ich gar nicht viel machen. Sofort wieder draußen. Aber ich habe doch dieses dynamische Ziel jetzt erreicht, nicht? Ich habe ja keinen Turnover gemacht. Das eine bin ich ja noch hinterher gesprungen, todesmutig. Und bringen dann Team auf. Okay, wir sind 11 zurück, das schaffen wir. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Antoni spielt mal wieder. MW2. Was auch sonst Assist. Vielleicht werde ich mit Toni der Boss. Nein, das verrate ich jetzt nicht. Das verrate ich jetzt nicht, weil es streng geheim. Gegen Rondo versuche ich gerade, ihn den Ball abzunehmen. Ach, das Scheiße. Ohne Witz. Das Spiel ist so geil. Die ganz kleinen. Nein! Treffe auf die ganz großen. Ah! Okay, aber der den Ball kriegt, der ist sofort von mir eliminiert. Alter, schnell der das einfach macht. Keine Reaktionszeit. Der, ich habe keine Reaktionszeit, was ich aber nicht glaube. Oder der wirft so abnormal schnell. Gibt's echt nicht. Ja, und damit kommen wir ins letzte Viertel. Auf dieses Game. Let's go. Hä? Ah, Alter. Wann hatte ich einen Assist? Ja, guter Pass. 3. Schade. Immerhin keine schlechte Wurfauswahl. Und jetzt gegen Avery Bradley. Ah, nein, nein, nein. Wollten mich die Celtics nicht. Ja, doch, die Celtics wollten mich auch. Ich wollte eigentlich zu. Na, wie heißt sie? Oklahoma, aber die wollten ja irgendwie doch nicht. Schade. Wäre so geil. Es wäre eigentlich geil gewesen. Auch wenn ich mich mit gegen Westbrook keine Chance gehabt hätte, trotzdem, das wäre so geil gewesen eigentlich. Hallo mit Kevin Durant, sagt schon eigentlich alles. Jetzt kommt der Russe. So, mal schauen. Alter, ohne Witz. So sakrisch schwer gegen Rajon Rondo zu spielen. Geschweige denn zu verteidigen. Ich versuche jetzt da unten einen Steal zu machen, aber ich schaff's nie. Alter, der war doch im Aus. Alter, ohne Witz. Wenn der nicht im Aus war. Ah ne, ich hab's dynamisch Ziel doch nicht hingekriegt. War doch ein Turnover. Sonst hätte ich jetzt keine 2. Ohne Witz, Alter, der Schiedsrichter geht gar nicht. Ja. Und seid nicht traurig, ich lade zwar jeden Tag ein Video hoch von NBA, aber ob wann ich es freischalte, ist immer noch so eine Frage. Ich
mache immer Private zuerst. Und dann lade ich, mach ich. Wir machen, wir gucken halt das täglich ein Video von Private auf Public kommt. Und es ist halt so, dass wir jetzt erst noch die gucken, dass die alten Folgen. Das heißt, ich kann übers labern, was am Tag passiert ist. Aber erst viel später kommt, weil wir halt gucken, eh ein Tag, weil wir so dass wir einen Vorrat haben auf dem ganzen Ding. Und der ist langsam, ja, langsam haben wir ihn abgeklappert. Das heißt, es wird immer wahrscheinlicher, dass ich das quasi am selben Tag, wenn ich es hochlade, auch gleich noch, dass ihr es sehen könnt. Und ja. Sonst gibt es eigentlich sonst noch irgendeine Erklärung. Ja, schaut Democracy auf jeden Fall an. Das würde ich euch sehr ans Herz legen. Ziemlich geiles Spiel. Und ja, ziemlich geiler Let's Player, habe ich gehört, der das gemacht. Das macht. Nein, Eigenlob stinkt. Aber hier stinkt's gar nicht. So. Das Alter. Komm. Nein, Mann. Wie schlecht sind die eigentlich dauernd? Also ehrlich, da bin ich ja fast doch der Beste. Besteste, wollte ich gerade sagen. Der Beste. Ohne Witz jetzt. So ein Dreck. Keine Chance.